als die Montageinsel nach dem Modell Toyota anstelle des Fließbands tritt, in der großen automatisierten Fabrik, als die Gesellschaft computerisiert wird und der Herrschaft des Finanzkapitals unterworfen wird und nun die postfordistische Phase beginnt, ändert sich auch alles andere an der Arbeit im klassischen Übergang von der Fabrik zur Gesellschaft. Nun, wir haben damals diesen Übergang in jenen Jahren begleitet und haben eine historische Archäologie der des Arbeiterkampfs in eine neue Genealogie verwandelt, nämlich jene des gesellschaftlichen Arbeiters. Und wir haben eine Formel für die Zukunft erschlossen. Wir fragen uns, ob unter den veränderten Bedingungen der heutigen Arbeit, Zersplitterung, Verzettelung, Individualisierung, Prekarisierung der Arbeiterfiguren, ob es da möglich ist, hier und heute die Kapitalismusanalyse und die Organisation der alternativen Kräfte wieder in Einklang zu bringen. Aber das ist nicht leicht zu beantworten. Warum gelingt es dem Kapitalismus, sich zu reproduzieren, indem er das Ausbeutungsverhältnis reproduziert oder eher sogar verschärft? Wie kann man diesen Prozess unterbrechen, der Produktion und Zirkulation umfasst, Waren und Wissen? In den 60er Jahren, in Kreisen um Althusser, Claude Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, später auch Derrida, wurde das Problem der Reproduktion auf radikale Weise gestellt. Diese Denker stellen es sich als Suche nach einer Zäsur, einem Bruch. Und diese Menschen lösen das Problem der Reproduktion, indem sie das Produktionsverhältnis auf eine Reihe von Äquivalenzen zurückführen, das heißt auf die Behauptung, dass alles in der Gesellschaft produktiv ist und dass es somit kein Außen, kein Außerhalb von der Produktion gibt. Das ist jetzt keine antimarxistische Feststellung, die die Zentralität der Arbeit angreift. Nein, sie unterstreicht sogar ihre Bedeutung und interpretiert die Arbeit des Arbeiters als soziale Tätigkeit, als gesellschaftliche Tätigkeit. So kommt man endlich in die 50er und 60er Jahre. In einem der europäischen Geisteszentren zu der Einsicht dessen, was neben Gramsci schon Lukács und Benjamin eben in den 20er und 30er Jahren gesagt hatten. Es gibt kein Außen. Produktion und Reproduktion sind miteinander verwachsen, sind ein Ganzes. Und damit legt man den Grundstein für die Ablehnung, und zwar gegen jede orthodoxe marxistische Tradition, die Ablehnung jeder Möglichkeit zur Vermittlung außerhalb der Bewegungen, der sozialen und politischen Bewegungen. Jene strukturalistische Perspektive konnte sich nicht halten. Wie sollte man sich einen Prozess ohne Subjekt vorstellen, wie Althusser das genannt hatte? Da hatte man demgegenüber die Subjektivität wiederherzustellen und sie in diesen Rahmen der Immanenz einzuordnen. Die italienische Operismus war die Apologie praktisch der Subjektivität, die Fähigkeit in dem Block der kapitalistischen Akkumulation die Subjektivität einzuordnen, die Arbeit stets in Widerstand verwandelt. Auf alle Fälle sind wir, drittens, in einer Situation, in der die Struktur zu leben beginnt. Der Foucault'sche Übergang zum Biopolitischen ist keine französische Übersetzung der Frankfurter Positionen eines Marcuse vom eindimensionalen Menschen, in denen das Menschliche sich um eine Ontologie der Macht schart. Es handelt sich vielmehr um eine das Gegenteil. Und zwar, weil bei Foucault das Menschliche sich rührt, sich bewegt und sich verwandelt. Das heißt, dass in dem Maß, in dem das strukturelle Umfeld von Subjektivität durchdrungen wird, öffnet es sich auch für viele. Zum Teil haben wir das schon grob skizziert. Das Feld der Immanenz wird vorgestellt als kreativer biopolitischer Boden. Wenn ich biopolitisch sage, dann spreche ich natürlich immer von der Kondition, in der wir leben. Also wenn darin ein bestimmter Topos bestimmt wurde, nämlich das Feld der Immanenz, und wenn unsere poststrukturalistischen Autoren damit jede Möglichkeit eines transzendentalen Ansatzes an die Realität ausgeschlossen haben, wie ist es dann möglich, ausgehend von dieser Topologie, eine Triebkraft der Kreativität
zu erstellen. Sie werden nicht vielleicht gefangen einer idealistischen Imagination. Und wieder müssen wir auf die Analyse des Kapitals zurückgreifen. Es ist ein Verhältnis und innerhalb dieses Verhältnisses eben, dass ich immer wieder aufbrechen kann. Gehen wir wieder zurück, Arbeit und das Kapitalverhältnis ist einem enormen Druck unterworfen, der zwangsläufig zu einer Explosion führen muss. Die Krise ist nicht eine Krise, die vorübergeht. Die Krise ist die Substanz des Kapitalverhältnisses. Denken wir daran, dass es keine wahre Theorie geben kann und nicht einmal einen starken Kampf, das heißt einen Kampf, der in der Lage wäre, hegemonisch zu werden, ohne Organisation. Ohne Organisation geht es nicht. Es gibt keinen sozialen Konflikt, der es schafft, den Klassengegner niederzuringen, ohne politische Kraft. Das ist das, was wir gelernt haben aus der Vergangenheit. Und wenn die neuen Bewegungen das Erbe der großen Geschichte der Arbeiterbewegung nicht aufnehmen, um es in neuen Formen fortzuführen, dann gibt es für sie auch keine Zukunft. Neue Praktiken, neue Ideen, aber innerhalb einer wirklich langen Geschichte. Und bedenkt, die Kapitalisten haben Angst vor der Geschichte der Arbeiter. Sie haben nicht Angst vor der Politik der Linken. Ich wollte aber fragen, was sind denn die gemeinsamen Punkte, um zu dieser Multitüd zu kommen, zu diesem gemeinsamen Leben? Denn wenn wir von Gewerkschaftsbewegung sprechen, gäbe es doch jetzt die Möglichkeit, in einer Krise, in einem wirtschaftlichen Umbruch etwas aufzubauen. Wir haben jetzt gerade beispielsweise einen Studentenstreik, wir haben einen Streik im öffentlichen Dienst, wir haben Möglichkeiten. Insofern stellt sich für mich die Frage, was hältst du von dieser historischen Möglichkeit? Meine Frage ist jetzt, wenn das Kapital sozusagen das Kommune so ausbeuten kann und so sozusagen immer flexibel darauf reagieren kann, was ist dann die Quelle des politischen Widerstandes? Oder was unterscheidet dieses Kommune als ökonomisches, wenn du so willst, von dem politischen, das uns den Bruch ermöglicht? Warum sagt man heutzutage Kommunismus des Kapitals? Man sagt Kommunismus des Kapitals, denn heute kann das Kapital nicht mehr individuell die Arbeitskraft ausbeuten. Heute nutzt das Kapital das Leben, also das Leben wird ausgebeutet, das gesellschaftliche Zusammenhalt wird ausgebeutet, die gesellschaftliche Zusammenarbeit wird ausgebeutet, natürlich auch die individuellen, die einzelnen Menschen, aber die einzelnen Menschen werden ausgebeutet und zwar innerhalb von dieser sozialen oder gesellschaftlichen Kooperation. Das Ganze, was zu dem menschlichen Reichtum geführt hat, alles, was produziert wurde durch die Arbeit als menschliches Reichtum, das wird ausgenutzt, ausgebeutet. Das Kapital ist heute Finanzkapital. Das Kapital ist das Finanzkapital, das heißt ein gemeinsames Kapital. Ich sage immer meinen Genossen, wir müssen heutzutage Sowjets erfinden, die Banken attackieren, angreifen. Es gibt ja kein Sowjet mehr innerhalb der Fabrik heute. Man kann sich nicht ausdenken, dass ein Sowjet in einer Fabrik existiert. Was soll er da tun? Die Verwaltung des Finanzkapitals, gut, das machen auch die Gewerkschaften. Wo ist die Quelle des Widerstandes? Die Quelle des Widerstandes besteht in der Tatsache, dass mit dem Reichtum, was wir sehen, müssen wir daran beteiligt sein. Ich kann ja doch nicht so elend leben und ausgeschlossen sein von diesen ganzen Entscheidungen, die mein Reichtum auch angehen. Ich bin ein gesellschaftlicher Arbeiter, der ausgebeutet wird. Ausgebeutet wird, werde, weil ich arbeite, weil ich Ideen habe und ausdrücke. Wir sind ja alle ausgebeutet in dieser Welt heute von dieser kapitalistischen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit.